Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen nach einer kleinen Sommerpause hin zu unserer Webinarreihe hier mit Dirk. Live Trading zur US-Börseneröffnung. Ich freue mich, dass wir da so zahlreich schon jetzt schon online sind, wo wir gerade gestartet haben. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, die meisten haben es ja mitbekommen, was gerade aktuell in den Märkten los ist. Dann machen wir noch ganz schnell den Risikohinweis, schon fast der wichtigste Teil. Wer immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Dann gebe ich erstmal ganz schnell den Ball wieder an Dirk, damit wir YouTube wieder drin dabei haben und dann können wir loslegen. So, hallo und herzlich willkommen zu, ja, was machen wir heute? New York Stock Exchange Opening. Ich muss mich erstmal so ein bisschen wieder orientieren und sortieren und gucken, dass das irgendwie alles funktioniert. Und ich habe auch hier schon über die Kommentare mich natürlich sehr gefreut, weil der Beste war natürlich hier von Kip Barsa. Yeah, Dirk ist back und hat gleich alle Cheats neu zeichnen können. Genauso sieht es aus. Tatsache ist aber, Dirk ist back und nichts funktioniert. Und er muss sich erstmal hier mit der Technik rumschlagen, weil die hat sich wohl vernachlässigt gefühlt, irgendwie die letzten 2 Wochen. Und plötzlich irgendwie muss man da alles irgendwie neu einstellen. Aber wir kriegen das wie immer natürlich schon hin. So ein bisschen Chaos gehört ja auch dazu. Der Nelson ist natürlich auch mit dabei, weil das Ganze wird ja präsentiert von FX Flat. Nelson, du darfst gerne auch ein paar Worte in Richtung YouTube und, wie ich hier gelesen habe, in Richtung Twitch bei Trader Pulse richten. Ja, habe ich gesehen. Schönen guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass auch hier auf YouTube und so viel los ist und natürlich, dass Trader Pulse wieder mit am Start ist. Und ja, ich bin mal gespannt, was Dirk jetzt nach den 2 Wochen uns heute präsentieren möchte. Ja, da bin ich allerdings tatsächlich auch gespannt. Hey, ich habe gestern wirklich auch so gedacht, so weil ich war letzte Woche nicht am Start, gar nicht komplett irgendwie ausgeklingt, auch irgendwie keine Märkte angeguckt, gehandelt oder sonst irgendwas, sondern komplett raus. Und finde ich aber auch mal ganz wichtig so zwischendurch und habe dann nur irgendwie gestern drauf geguckt und gesagt, ach du Schande. Vor allem voran natürlich irgendwie klar, Bitcoin war natürlich echt herb, ne? Also was da halt gelaufen ist, aber nicht nur der, sondern ja eben auch die traditionellen Märkte oder wie auch immer man sie nennen mag, wie zum Beispiel eben die Indizes, DAX oder DAO oder generell ja alle Märkte, kommt ja irgendwie von rüber von Asien, die ganze Nummer. Also was da halt irgendwie gerade halt los ist. Das Schöne daran ist natürlich, wenn man es halt zu greifen kriegt, ganz klar die Volatilität. Ne? Das ist natürlich so der nette Aspekt. Wie gesagt, wenn man sie denn zu greifen kriegt, in der Regel eigentlich schon. Ich habe aber gestern Abend auch mal so ein bisschen geguckt und auch mal versucht, was zu handeln. Und dann hat man schon gemerkt, so irgendwie, es wird gefischt, irgendwie in alle Richtungen, in den kleinen Timeframes halt zumindest. Ne? Und das ist natürlich irgendwie, mal sehen. Also auch jetzt hier mit der Eröffnung muss man gleich mal gucken. Was ja auf jeden Fall schon mal auffällt, ist, dass wir ein Aufwärtsgap haben werden. Also sowohl im Kassamarkt als auch eben im Future hat man das ja gesehen. Dann eben heute Nacht auch schon irgendwie mit einem kleinen Gap nach oben. Und hier der DAO, den DAX lassen wir jetzt mal kurz außen vor, der hat jetzt erstmal Sendepause. Und das ist natürlich das, was halt hier so ein bisschen reinspielt. Ne? Und die Frage ist natürlich immer so, kann er das irgendwie verwerten oder kann er es halt nicht? Ne? Also, und von daher müsste eigentlich, also jetzt hier nicht eingezeichnet, müssen wir gleich mal irgendwie drüben gucken im kleineren Timeframe, wo jetzt der Kassaschluss ist, wobei so wahnsinnig weit sind wir jetzt gerade gar nicht mehr entfernt. Mal gucken, ob wir den, nee, hier kriege ich den nicht eingeblendet. Ach, okay, hier ist noch eine falsche Version drauf. Stimmt, da gab es nämlich ein Update ja zwischendurch noch. Das habe ich für euch gemacht und selber nicht installiert. Das ist natürlich echt smart, ne? Das ist der Grund. Jetzt habe ich es dann auch verstanden, weil das war ja wirklich noch so irgendwie auf den letzten Drücker, weil er da halt irgendwas mit den Kursen konnte man da nicht einstellen, nicht die Kurse, sondern halt eben die Symboldaten. Gerade mal gucken, ob das hier geht. Ja, das ist natürlich die falsche Nummer. Geht hier wahrscheinlich nicht, oder? Ist es auswählbar? Nee, ist nicht auswählbar. Ja, das war die falsche Version. So, das heißt, da muss wahrscheinlich jetzt einer von euch, oder ich habe es hier in der anderen Installation drin, mal kurz irgendwie was sagen, falls ich das hier nicht, nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich die falsche Version drauf. Aber okay. Mal kurz irgendwie zuspielen. Kassa Close von, ja, ich weiß, dass Jürgen schreibt ja auch,
Das Update funktioniert. Ich weiß, ich habe es nur bei mir tatsächlich nicht installiert, weil ich eben auch, wie gesagt, raus gewesen bin und habe zwar wohl hier und da ein paar neue Installationen eben noch gemacht, aber scheinbar irgendwie in der falschen Umgebung. 17.8.9.3. Ja, was? 17.8.9.3. Das heißt Downgap? Ernsthaft? Das wäre ja ein Down. Quatsch, 17.8.9.3. Ich rede natürlich vom DAO. Ich bin ja völlig verwirrt, ja. Wo ist denn das Gap im DAO? Okay, beziehungsweise Kassaschluss im DAO. 715, das macht schon eher Sinn. Dann zeichnen wir die hier mal kurz manuell ein. Normalerweise geht das ja mit dem Knopfdruck, beziehungsweise bei euch geht es mit dem Knopfdruck, nur bei mir nicht. Und weil ich hier eben, wie gesagt, ne, das Update bei mir noch nicht drauf habe. So, machen wir die mal in irgendeinem. Wo ist denn hier Lila? Da ist doch Lila. So. Also 715, ja, okay. Auf einen Punkt wird es jetzt hier nicht ankommen. Aber damit man zumindest mal weiß, wo es liegt. Hier auch mal irgendwie im M5 ein bisschen größer. Und so, das heißt also, ne, oft ist es so, dass der Impuls da schon genommen wird und dann eben der Markt erstmal in die Richtung dann halt tendiert, in die das Gap entstanden ist. Also wäre halt in dem Fall ja tatsächlich nach oben. Ne? So, machen wir mal alles in YE Close. Also, so ist es unverkennbar. Bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich so funktioniert oder nicht, oder ob wir es jetzt einfach mal zumachen und dann auf der Unterseite jetzt einfach nur nochmal an gestern ansetzen. Das werden wir natürlich gleich sehen. Also, ich glaube mal, ich meine, die Vola generell ist wirklich arg. Also, auch heute, obwohl ja bis jetzt nur der Future gelaufen ist im DAO, hat man aber trotzdem gesehen, dass halt da schon gerne mal irgendwie in 3 Minuten 100 Punkte gemacht werden. Und das kann natürlich jetzt erstmal genauso weitergehen. Ne? Klar, wenn der Markt halt solchen heftigen Bewegungen unterliegt, wie gestern, nachdem es wirklich ja nach unten geknattert ist, ist das natürlich dann irgendwie schon klar, ne? Weil die einen lösen halt die Positionen auf, die anderen schlagen halt wieder kräftig zu, wenn die anderen aufgelöst haben, weil ist ja schön billig. Und so entstehen dann natürlich dann diese Bewegungen, ne? Aber dann eher an den Kanten, also auf der Unterseite und auf der Oberseite weniger dann eigentlich in der Mitte. Ich bin mal gespannt. Also ihr könnt ja auch mal schreiben, wie ihr das einschätzt von eurer Seite, was die Kasse jetzt wohl machen wird. Erst rauf oder erst runter oder generell auch mal von der Tendenz, wie es auflösen sollte nach eurer Meinung. Interessiert mich natürlich auf jeden Fall. Wenn wir jetzt hier einfach mal uns den H1 angucken. Ja, weil das ist ja immer so der für mich ja dann eben auch die Richtung angibt. Ich mache mal hier auch noch, ne, 715 war es. Da hat gerade noch jemand gemeint, bei Bloomberg ist es wohl irgendwie 703. Okay. Bloomberg 703. 715. 703. Ja. Also irgendwo in dem Segment, ne? Also das kommt, ich glaube nicht, dass es hier irgendwie auf 3 Punkte ankommt. Also hier generell ist es ja einfach so, dass der Markt ja dort eben an gestern ansetzen würde, ne? Auch vom Volumen her sind wir da, wie man ja sieht, nicht wahnsinnig weit davon entfernt, ne? Also das heißt, hier, was Point of Control jetzt irgendwie angeht, von gestern liegt ein Tacken höher. Wäre hier unten eher so ein bisschen dünner, so dass ich eher davon ausgehen würde, wenn er also die Biege nach unten macht, dass wir eher so einen Stich da drunter kriegen würden. Ne? Also dann eher auf die 660 oder so in dem Bereich nochmal. Also falls er das nach unten machen sollte. Weil hier ist das Volumen noch da und hier unten geht es eben aus bei der 600. Dort wird es dann eher dünn. Das heißt, wahrscheinlich nicht so einfach hier runter. Und sondern eher sich in dem Segment irgendwo aufhalten würde. Wäre jetzt mal so meine Einschätzung, mal ausgehend davon, dass man sich jetzt nicht irgendwie komplett was Neues überlegt hat, da drüben, hinterm großen Teich, ne, und erstmal da ansetzt von dem, was gestern gewesen ist. Also wenn die Peaks hier bei der 820, also zwischen der 820 und der 660, müsste eigentlich das Volumen jetzt erst mal zu finden sein. So meine Vermutung. Ob es jetzt zuerst rauf geht oder nicht, oder erst runter, da steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt. Da sind wir wieder bei dem Thema Glaskugel. Und da sage ich immer, ja gut, ne, die muss schon ordentlich geputzt sein, bevor man die verwendet. Und die ist aber bei mir heute nicht vorhanden. Weil ich halt eben, ist aber auch klar, ne, wenn man ein paar Tage raus ist und dann muss man sich aber erstmal wieder so ein bisschen eingrooven und mal gucken, ob mir das gelingt oder nicht. Ich würde hier schon aber versuchen, irgendwie die möglichst kurzfristige Tendenz mitzunehmen. Was wir hier ja auch sehen, ist eben,
dass wir hier in dieser Aufwärtsbewegung stehen, hier im H1, die er da irgendwie vor 4 Stunden gemacht hat und da gerade auf der Unterseite. Das heißt, hier wurde schon mal kräftig gekauft, hier ging es nicht weiter und von daher ist auch gut möglich, dass das jetzt dann eben nochmal so ist und nochmal so bleibt. Ich mache mal hier, fange mit irgendwie kleinen Positionen erstmal an oder bleibt vielleicht auch bei kleinen Positionen, auch die Positionsgröße selber kommt es ja wie immer sowieso nicht an, sondern eben nur, dass man halt hier einen vernünftigen Einstieg und einen Ausstieg in irgendeiner Form halt kriegt oder halt eben, wenn es ein Verlust wird, dass er halt eben nicht unbedingt so wehtut, ne? Und ein bisschen wehtun darf es, aber halt nicht so, dass man vom Stuhl fällt. So, ich gucke mal drüber. Also, wie ihr das seht, also Gap Close und Bounce, okay? Also Kassa Gap gemeint, ne? Meint Trader Journey. Wunschgemäß ab, okay, sagt der Robert. Preise wie bei Ausverkauf zugreifen, bevor es weg ist. Ja, das gilt natürlich eher natürlich für Investoren. Ne? Klar, Bitcoin gestern auch. Unter 50.000 ist natürlich ein Level zum Zuschlagen, weil es ja eigentlich das ist, wo ich ja ursprünglich mal hin wollte, bevor es da halt irgendwie an der 53.000 irgendwas gedreht ist. Und war aber selber auch, by the way, nicht schnell genug. Muss mir das nachher nochmal angucken, aber noch ist es ja immer noch günstig genug. So, hier bei GoToWebinar, ABC runter auf etwa 38.700. Ja, ne, würde ja passen zu der 660, die ich genannt habe. Erst runter, dann hoch, schreibt, also das war der Markus, der Ramat Rasuli, erst runter, dann hoch. Ramat, Entschuldigung, darf ich Ihren Namen nennen? Ich weiß es gar nicht, ne? Ich nenne es einfach. So, soll doch irgendwie einer sich beschweren. Nelson, wenn ich was nicht tun soll, musst du mir das sagen. Vorname ist in Ordnung. Okay, gut. Also, sorry. Also, Ramat sagt auch hier alles fein. Gut, das werden wir als schriftliche Genehmigung dafür, das tun zu dürfen. Nein, weil ich natürlich, ich lese ja die Namen, ich weiß nicht, was ihr davon sehen könnt und auch von Kommentaren. Ich glaube, nur was im Chat steht, ne, kann jeder lesen, was bei Fragen steht, nicht. Sorry. Auf YouTube kann man das bei dir lesen, GoToWebinar genau. Nicht. Ja, deswegen ist das so manchmal schon so ein bisschen verwirrend. Gut, also er hält sich hier, wie man ja sieht, im kleinen Timeframe jetzt erstmal hier oberhalb auf. Also ne, oberhalb hier, was bei mir auch, warum auch immer grün ist, ist wohl irgendwie ein älteres Level hier im H1, im M1. Aber damit eben ja auch jetzt erstmal oberhalb dieser Abwärtsbewegung und oberhalb dem bisherigen Tagestief. So, heißt aber nicht, dass er jetzt trotzdem nicht da durchstechen kann, ist klar. Ne? Markt wird auch gerade schon so ein bisschen nervös, wie man sieht. Ich habe hier den Minutenchart mal auf. Drückt so ein bisschen auf der Unterseite rum. Mal gespannt. Man könnte schon versuchen, für meine Begriffe, sich irgendwo direkt oberhalb irgendwo einstoppen zu lassen, wenn der Markt jetzt irgendwie gleich aufgemacht hat und dann versuchen, mit dem ersten Flow dann mitzugehen. Und dann ist natürlich die Frage, wohin. Also wenn man halt hier im H1 dann die Grenze zieht, ist natürlich dann die 39.030, ist klar. Und nur weil dort einfach jetzt erstmal das Framing ist. Das, also wenn er das irgendwie angeht, wäre das schon gut möglich, dass wir da relativ schnell, relativ zügig hinlaufen, wenn er es erstmal angeht. Ne? M1 Traden Katastrophe, absolut, gebe ich dir recht. Wenn der Markt aber schnell ist, ne, also schreibt hier gerade Diagonal Trader, wenn der Markt aber schnell ist, also ich bin ja auch lieber eigentlich im M2 unterwegs oder M15, eigentlich eine Kombi aus den beiden und natürlich übergeordnet H1. Wenn der Markt aber schnell ist, kann man im H1 dann schon irgendwie ganz gut ablesen, wo es als nächstes irgendwie hingeht. Von daher habe ich den jetzt hier erstmal auf. Aber auch das, ne, darf ja jeder machen, wie er gerne möchte. So, Kassaschluss ist schon mal da, ne, sieht man hier gerade getroffen. Na, das heißt, erstmal wird unten zugemacht. So, mal gucken, was er jetzt eben damit anfängt. Die letzte Bewegung von gestern, wenn man da jetzt mal drauf guckt, war halt eben nach oben. Ne? Hier haben wir noch diesen Peak darunter. Das war halt dann eben gestern, 21 Uhr, 22 Uhr und dann im Anschluss einfach nur weiter gelaufen. Aber hier unten war dann erstmal Schicht. So, von daher gehe ich auch mal davon aus, dass jetzt hier unten auch relativ schnell nochmal Schicht sein wird und eben der Markt nicht ohne weiteres da unten wegkippt. So, man sieht aber hier schon, ne? Das ist schon relativ arg, was jetzt hier die Wohle angeht. Und deswegen sollte man das nicht zu klein wählen, finde ich. Ne? Sondern ich glaube, mit 100 Punkten ist jetzt nicht so falsch, da mal ranzugehen, wenn man eben der Meinung ist, es geht nach oben. So, mal gucken, ob wir da unten jetzt eine Reaktion kriegen. Wie gesagt, bei 660 dürfte das Volumen eigentlich ausgehen, finde ich. Und so, ne? End of Liquidity würde ich dort in dem Bereich dann schon erwarten, wenn nicht sogar jetzt irgendwie schon hier. Deswegen würde ich da versuchen, jetzt da mal nachzugehen. Auch ein weiterer Grund jetzt hier erstmal für den
Für den M1 ist ganz klar die Wohner. Guckt euch das an. Ist eine Minutenkerze. Die hat hier gerade eine Strecke von 120 Punkten. No, das ist extrem. Das ist super arg. Das sind eigentlich 100 Punkte Stopp, eigentlich sogar noch zu wenig. Und die Position eigentlich sogar noch zu groß, wenn man das wirklich mal so sich anguckt. Also hier 660, würde ich mal versuchen. Ich gehe mal hier wirklich erstmal blind dagegen. Wie gesagt, ausgehend davon, dass da unten eigentlich keine Liquidität mehr großartig liegen kann, wenn der Markt an gestern ansetzt. Wenn doch, dann bin ich hier erstmal raus, aber mit einer Positionsgröße, die dann eben jetzt auch hier überschaubar ist. Ne? Das ist jetzt genau dieser Spike hier. Das wäre die Extension vom H1. Ist natürlich jetzt ganz klar gegen den Impuls. Ne? So, hier Stop bei 70. Gut, 100 habe ich mir eigentlich ja vorhin hingesetzt. Dabei lasse ich es auch erstmal und mal sehen, ob jetzt hier eine Gegenbewegung kommt oder ob es jetzt hier einfach direkt rauskickt. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass es einfach nach unten jetzt weggehen soll. Dass man Luft braucht, ja. Ne? Aber wir wissen, wie es ist. Ne? Alles keine Raketenwissenschaft. So, sondern erstmal nur eine Vermutung. Hier von heute natürlich Volumen sowieso dünn. Das ist klar. Aber eben gestern hier sieht man das Volumenberg auf der linken Seite, wo wir gerade irgendwie jetzt versucht haben, nach unten wegzulaufen. Genau bis dahin. Ne? VAL von gestern, 599, 600. Da geht es nicht weiter. Erstmal. Und deswegen auch jetzt erstmal die Reaktion. Mit ein bisschen Glück, und das gehört ja leider auch dazu, ziehen wir von hier jetzt eben erstmal da oben über das Hoch raus im Kassa und haben dann erstmal eine Position, die dann auch ein paar Meter weiter läuft. Ne? Ob das dann so ist, wir werden es gleich sehen. Aber erstmal sieht das ganz gut aus. 70 Punkte hier im Plus, wenn man das mit einer schönen Position gemacht hat. Und dann kann man natürlich da auch schon rausgehen, wobei das natürlich auch so nicht nix ist, ne? Aber der Wohler, ja. So, also wer schreibt, doch knallt weg? Ne, tut's nicht, außer du meinst nach oben. So, jetzt hier mal gucken, da war jetzt eben die Eröffnung, ne? Erster Impuls war runter, da die Kasseeröffnung einmal drüber. So, wenn man möchte, kann man jetzt natürlich dann auch sagen, gut, ich habe hier 100 Punkte verdient, nehme ich mit, danke raus. Ne? Kann man natürlich auch machen, ganz klar. So, aber erstmal war das jetzt die, für meine Begriffe, die logische Konsequenz, weil hier unten kein Volumen ist. Jetzt, wir laufen jetzt hier in das nächste Volumen rein, bei der 770 etwa, da oben in dem Bereich, und da muss man halt gucken, was die Händler dann eben dann damit veranstalten. Ansonsten hier, netter Entry, kann man auch genauso gut mitnehmen und sagen, gut, ich bin mit meinen 70, 80 Punkten, ob das dann irgendwie 70, 80 Euro sind oder 700, 800 Euro, bin ich zufrieden, kann man natürlich auch machen. Ne? So, aber ich lasse den mal ganz kurz noch in Ruhe und gucke mal, ob wir da jetzt noch einen Schub nach oben bekommen oder eben nicht. Ne? Aber hier nochmal irgendwie neues Tief wäre natürlich relativ sinnlos. Aber hier erstmal an der Kassaeröffnung da oben nochmal abgeprallt. Klar, ne? Jetzt wird der Markt langsamer, das heißt, jetzt kommen natürlich auch die anderen hinterher, die dann auch sehen, oh, es wird gekauft, ich gehe auch rein. Und dann geht es natürlich auch gerne mal in die andere Richtung, weil wir auf der anderen Seite eben die haben, die ihre Position loswerden wollen. Immer das gleiche Spiel. Bei Spiel darf man ja nicht sagen, ist es ja nicht. Ne? Aber irgendwie auf der anderen Seite doch, ne? Großes, dickes Poker-Game. Mehr am Ende dann irgendwie auch nicht. Ne? Also sollten wir jetzt nochmal rauflaufen, würde ich da oben dann auch skalieren. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum gehst du nicht raus? Warum setzt du nicht Break-Even? Ja, weil ich irgendwie schon versuchen will, einen größeren Run irgendwie mitzukriegen. Ne? Deswegen mache ich da unten erstmal gar nichts und lasse mich jetzt hier von dem ersten Impuls jetzt auch nicht irgendwie erschrecken und beziehungsweise verunsichern, auch wenn der jetzt irgendwie gerade nach unten gerichtet ist. So, nach 5 Minuten, wenn die jetzt hier durch ist, dann muss allerdings schon was kommen, finde ich. Dann würde ich dann auch, glaube ich, relativ nah rangehen und hier erstmal absichern. Und weil irgendwie so wahnsinnig viel Sinn macht es nicht, wenn der jetzt nochmal nach unten weggehen sollte, sondern er muss jetzt irgendwie schon hier oben im Bereich 770, der muss schon gekauft werden. Wobei 770 da oben haben wir ja schon gehabt, ne? 780 sogar. Hier mit der Reaktion. Aber da will ich natürlich drüber, das ist klar. So, wenn er nicht will, raus. Na ja, komm. Und gucken, ob das jetzt was wird oder nicht. Also ich finde, er müsste hier schon irgendwie relativ schnell ansetzen. Und der da, ob der jetzt so drin bleibt, steht auf dem anderen Blatt. Weil irgendwie ist es so ein bisschen verhalten, finde ich.
insgesamt. Ne? Deswegen würde ich den fast irgendwie lieber im zweiten Rutsch oder so da reingeben, wenn er überhaupt jetzt hier raufkommt. Minutenchart habe ich, glaube ich, auch noch nie gehandelt bei der Kassaeröffnung. Aber okay, alles kommt zum ersten Mal. Ich würde halt hier erstmal gucken, ganz einfach, wenn er das jetzt macht, ne, das hier, das Blaue ist der SMA20, dass wir den erstmal gekauft kriegen und dann dort irgendwie, falls wir da einen Rücksetzer hinkriegen, dort nochmal irgendwie rein. Deswegen glaube ich, will ich die Stop-Order da oben erstmal weglassen. Ja, Thorsten, so ist es halt. Ne? Ich will gar nicht skalpen, aber das bei so einem Markt, ne, das meinte ich ja eben am Anfang, man sieht schon den kleinen Timeframes, wird schon ordentlich gefischt. Also hat man zumindest irgendwie gestern gesehen. Ne? Und deswegen, da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen. Wenn man dann aber irgendwie so einen netten Entry jetzt hat, ne, wie wir jetzt ja hier, kann man ja auch versuchen, eben mal zumindest den Impuls nach oben raus mitzukriegen. Ne? So, hier SMA20, so, den haben wir. Da habe ich gesagt, da will ich hin und da will ich gucken, dass wir das Ding gekauft kriegen. Das heißt, das wäre eher ein Kandidat, dann aber eben für einen Rücksetzer, ne, wenn er das jetzt macht. So, erster Impuls jetzt wieder. Nächster Framing ist halt hier M5, ne, bei der 830, Quatsch, 817 da oben. Mal gucken, ob wir das jetzt von hier geknackt kriegen. Aber wird da tatsächlich jetzt erstmal weitgehend manuell da halt hinterhergehen mit dem Stop. So, komm. Wir nehmen das jetzt mal als einen Trade hier. So, 130 Points. So, 817 hier oben Framing. Ich gerade drüber geredet. Mal gucken, ob wir es hinkriegen, da rauszulaufen. Hier oben in Richtung VWAP. Und dort würde ich, glaube ich, erstmal rausgehen. Falls er das überhaupt macht. Ne? Wenn nicht, ist ja hier auch echt recht fein. So, wie man sieht, ne, so eine Woche Urlaub beziehungsweise zwei ist gar nicht so schlecht. Kriegt man direkt irgendwie auch hier den Markt zu greifen und ist mit frischem Kopf irgendwie dran, scheint ja doch irgendwie was zu bringen. Ne. Das ist ja irgendwie, war ja auf Anhieb hier alles richtig gemacht. Und eventuell ist der Exit da oben falsch, das kann natürlich sein, aber Entry war erstmal gut und ich muss jetzt auch hier gar nicht zu viel mitnehmen. Also, ne, ob das jetzt hier knackt im ersten Anlauf, das Framing. Keine Ahnung. Ne? Schön wäre es, aber ansonsten, wenn das nicht macht, kann es eben sein, dass er deutlich tiefer hier unten reagiert. Deswegen bleibe ich da ganz knapp mit dem Stop hier dran und gehe da gar nicht erst tiefer. Ne? Es sind, werden so oder so jetzt 100 Punkte bei rauskommen und ich glaube, das ist ganz okay für 8 Minuten. Beziehungsweise ist das wahrscheinlich viel mehr als ganz okay. Aber ne, wird wahrscheinlich jetzt irgendwie. Mal gucken. Noch ist alles gut. Noch ist alles heil. Aber so ein Schuss da oben durch wird natürlich schon gut aussehen, ne? So rein als Show-Einlage hier im Live-Trading. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, den Markt irgendwie einschätzen zu können. Wir liegen ja schon über der 770 und zwei Sachen haben bisher ja gestimmt. Drei machen jetzt hier auch die Attacke im Framing, da oben auf den M5. Und von daher. Erstmal so weit, so gut. Deswegen finde ich schon, wenn man das Volumen, ne, von der Liquidität betrachtet her so mit reinbringt, ist glaube ich schon nicht irgendwie die schlechteste Herangehensweise. So 830. Geht noch was, Kollege? Hier SMA20 eben auch im M5 und damit auch die Extension 864 genau da oben eben auch, wo ich sowieso, wo auch der VWAP liegt in dem Bereich. Also der volumengewichtete Durchschnitt, wo ich dann auch, wenn er den Impuls jetzt dahin machen sollte, erstmal guten Gewissens rausgehen würde. Noch hat er es nicht gemacht. Ne? Noch kann der jetzt auch hier einfach schlagartig umdrehen. Bei der Wohler ist es schon drin. Und ein bisschen mehr Sicherheit, also Sicherheit in Anführungszeichen, gibt es für meine Begriffe dann, wenn hier, wenn das Ding mal auf grün gedreht ist, macht er aber nicht. Wenn der auf rot dreht, wird er wahrscheinlich erst, oder mit rot hier rausgeht, wird er wahrscheinlich erstmal tiefer ansetzen. Vielleicht versucht das trotzdem hier im ersten Anlauf und wenn nicht, dann ist okay. Bin gespannt. Einmal hochziehen wird schon gut aussehen. Ne? Das würde schon gut aussehen. Einmal hier so fettes Brett nach oben durch. Aber ich glaube eher, wir machen hier jetzt genau den Dip drunter. Nach dem Motto: Der Hegel muss erstmal raus, bevor wir steigen. Das ist aber okay.
Nur ist mir dann nicht klar, wie tief der Dip geht. Deswegen bin ich auch hier unten da so knapp dran. Ne? SMA20 hatte ich ja vorhin schon gesagt, so als Rücksetzer wäre denkbar. So, okay, raus mit rund 100 Points jetzt hier. Ne? War das so? 111, genau. Ne? Also 111 Punkte ist okay. Mach meinen Short nicht kaputt, sagt der Nico. Doch, ja, genau, das ist mein Plan. So, ne? Aber wie ich gesagt habe, erstmal der Heger muss raus und dann steigen wir. Ist völlig okay, finde ich, ne? Ehrlich gesagt. So, sollte man nicht persönlich nehmen. Man kann ja auch sein, dass er nochmal tiefer kommt. Weil, ne, wie eben gemeint, wenn der hier im Roten schließt, kann der auch noch tiefer hier rein korrigieren und da muss ich erstmal gucken, wohin, beziehungsweise wüsste ich nicht auf Anhieb, wohin. Das sieht man ja auch gerade hier, ne? Es geht dann schon noch irgendwie ein paar Meter tiefer. Und da kann man dann irgendwie im zweiten Ansatz nochmal ansetzen. So, aber auf jeden Fall waren das 111 Punkte als erste Amtshandlung nach dem Urlaub. So, Nelson, machen wir Feierabend, das reicht eigentlich so. Ja, die Sonne scheint, solltest mal öfters Urlaub machen. Ja, ne? Finde ich auch. So, war auf jeden Fall ganz nett. Gut, Klingt wirklich gut. so, also, Diagonal Trader. Hau da bloß keinen Long rein. Gut. Bitte keine Empfehlung, ne, würde ich immer eher sagen. Hau bloß keine Empfehlung rein. So, also, man sieht ja hier, ne, sticht jetzt, keine Ahnung, was das hier für ein Level ist, das halte ich jetzt erstmal für Zufall. Aber hier den Stich sieht man auch wieder schön, obwohl M1, ne, Framing Extension unten kann funktionieren. So, und er versucht jetzt hier im zweiten Anlauf, sehen wir ja gerade, im zweiten Anlauf hier den M5 zu knacken. Und ich gehe wirklich davon aus, dass wir mit Ende der Stunde, man kann ja vielleicht noch mal irgendwie mit einer kleinen Position da rein, zum Ende der Stunde, dass wir das auf der Oberseite ausloten, eben bei der 39.030 etwa, also rund 200 Punkte rauf. Finde ich absolut plausibel. Ne? Also bis jetzt passt es zusammen. Vom Volumen her, was wir da gestern gesehen haben, dass hier unten einfach nichts mehr zu holen war. Von der letzten Bewegung nach oben, eben zu Kassaschluss, die dann auch gezeigt hat, okay, wir sind unten irgendwie fertig, da kommt gerade nichts mehr. Und von daher, why not, ne? Aber klar, ich weiß es natürlich auch nicht. Mir geht es nicht hier darum, jetzt irgendwie so, hey, ich habe recht. Nein, ich muss es mir auch angucken. Es kann genauso gut sein, dass jetzt eben das gestern, so kann man das ja auch interpretieren, ne? So nach dem Motto, die sind um 8 Uhr alle nach Hause gegangen und deswegen konnten um 9 Uhr die Käufer mal kurz ein bisschen zuschlagen und hatten ihre Ruhe. Kann auch sein, ja. Und dass die dann halt sagen, na gut, morgen 15:30 steht schön hoch, machen wir weiter, zweiten Run. Ne? Daher genauso möglich, weiß man nicht. Deswegen bleibt einem am Ende immer nur übrig zu gucken. Und das war ja jetzt irgendwie nur die allererste Betrachtung, die mir gesagt hat, da unten ist keine Liquid, sondern irgendwie bei 660, 770, da ist der nächste Berg. Und da stehen wir jetzt halt erstmal. Ne? Da unten abgeholt, Liquidität Ende. Zurück in die nächste, hier in den nächsten Hügel gelaufen, der jetzt hier ist, ne? Nur nochmal für die, die später dazugekommen sind. Das war der Beweggrund. Hier, da Volumen abgenommen, da war das Volumen und hier oben war das Volumen. Point of Control von gestern, 817. Und genau da sind wir auch gewesen, ne? Beziehungsweise hier oben in den Berg rein. So, mehr. Gute Frage, nächste Frage. Da müsste man jetzt irgendwie, da käme jetzt der klassische Analyst ins Spiel. Der dann sagen würde, ja, ne, hier haben wir noch dies, das und jenes und Linie und so weiter. Nee, so weit bin ich ja noch gar nicht. Ne? Also, sondern ich gucke jetzt nur, was haben wir hier als Impuls jetzt irgendwie in den ersten 15 Minuten, was ist da halt eben drin. So, und wenn der jetzt aber so aufgegriffen wird und auch der M15 das jetzt hier umdreht. Ne? Also, wenn der M15, das glaube ich dann jetzt schon, wenn wir jetzt halt eben über den Point of Control von gestern schließen, damit hier in grün und da in grün und dann wird es wahrscheinlich einen Impuls geben, der direkt draufläuft. Würde ich mal so vermuten. Ja, Stefan, du hast absolut recht. Ich habe vorhin auch gedacht, ich muss mal die Linie im Live-Chart ausdünnen. Wir sind halt hier unten wirklich in einem Segment, das einfach zu Tode gekaspert wurde, halt einfach schon. Ne? So, einmal hier nicht rausgeschafft. M15 zwar grün. So, und so ein Ding, ne, wenig aussagekräftig. Eigentlich eher so, ja, na gut, dann gehen wir nochmal runter und gehen dann nochmal hoch. Ne? Von daher ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, so wahnsinnig viel ist da jetzt noch nicht gekommen. Könnte aber jetzt wirklich sein, wenn jetzt der M15 mal anfängt zu laufen, wenn wir hier neue Hochs kriegen, dass wir dann da oben rauslaufen. Aber aktuell treten wir hier jetzt nur auf der Stelle.
Von daher nicht so wirklich Handlungsbedarf, finde ich. Gut, aber heißt ja auch, ne, wir müssen ja auch nicht irgendwie jetzt unbedingt hier noch einen an den Start kriegen. Ich würde natürlich schon gerne, ich hätte schon gerne den Run da oben gesehen. Wir haben ja noch nicht mal hier oben Bebop gesehen, wobei der ist nicht genau, das ist nicht der vom Tool, vom Orkan. Der ist ein bisschen anders berechnet hier und liegt aber durchaus auch in der Nähe. Es ist eine andere Darstellung. Aber ich traue mich hier gar nicht, das V-Programm vom Orkan draufzuziehen. Ich habe ja nicht mal die richtige Stereo-Trader-Version hier drauf. Ja, es ist echt auch immer wieder gut, ne? Wie man sich selber ein Bein stellen kann. Aber so ist das. Wie war das? Der Schuster hat ja auch immer, ne, die schlechtesten Sohlen. Das ist ganz normal, weil erst die zahlenden Kunden ja bedient werden. Ne? So macht es zumindest der Schuster. Ich vergesse mich selber da auch immer und habe gerade echt auch gedacht so, Alter, hast du wirklich vergessen, hier selber zu aktualisieren? So, also mal sehen. Also ich finde, ich brauche halt zumindest mal, man sieht ja hier im M5, was man ja sieht, ist ne, da unten, ne, dieses lange Ding da. So, das haben wir ja gehabt. Und dann eben hat hier die Gegenbewegung, aber da geht's nicht weiter. Er müsste hier schon mal irgendwie sich so ein bisschen deutlicher mal darstellen. Und dann ist es auch gar kein Problem, da reinzuspringen, finde ich. Ne? Nur hier jetzt ansetzen, irgendwie nach dem Motto, ja, könnte klappen, ich gehe mal long. Ich will halt schon sehen, dass die das Ding wirklich kaufen. Und dann habe ich da gar keine Schmerzen mit, da auch irgendwie auf den Zug einfach aufzuspringen und dann irgendwo wieder rauszugehen. Weil oft ist es ja so, dass wenn der mal ins Laufen kommt, dass es dann eben auch weit geht. So, jetzt haben wir zumindest schon mal den SMA 20, da wollte ich vorhin ja schon hin. Jetzt irgendwie 5 Minuten zu spät, okay. So, und dann hier oben die Stelle, genau. Ne? Dort darf er jetzt reagieren. Mal gucken, was ich jetzt da halten kann. Was man aber auch sehen muss, ist ganz klar, ne, wir hatten hier vorhin so eine Range, damit auch hier so ein bisschen Support, das ist jetzt erstmal Widerstand. Und dass er jetzt hier mal nicht erstmal nicht weiterkommt, ist völlig okay, wenn er so nicht weiterkommen sollte. So, hier haben wir Widerstand. Das heißt, das wäre dann so eine Stelle, da würde ich sagen, da kann man mal irgendwie versuchen, mit einer kleinen Position, dann nochmal irgendwie da reinzukommen. Wenn wir den Rücklauf dann überhaupt kriegen da unten. Und ansonsten, wer todesmutig genug ist, darf natürlich auch reinspringen. Bisschen aufpassen muss man hier mit der Extension, finde ich, vom M15, weil hier noch alles rot ist. Die ist noch nicht ganz erreicht. Das wäre dann eben auch hier oben genauso. Der SMA 20. Aber es geht ja auch darum, ein bisschen Strecke mehr zu kriegen. Ne? Weil wenn ich halt hier irgendwie einen Stop habe, von 100 Punkten, den ich jetzt hier aber unbedingt, nicht unbedingt nochmal ansetzen würde, da muss natürlich auch irgendwo das Target stimmen. Und deswegen hier jetzt so, kann sein, dass wir jetzt hier einfach schon wieder stehen bleiben und die Stunde innerhalb der nächsten 12 Minuten eben nicht mehr nach oben durchzieht, sondern hier so stehen bleibt und wir das eben erst in der Stunde danach machen. Deswegen bin ich da so ein bisschen zurückhaltend erstmal noch. Wie wäre es mit einer neuen Range, bis man die erkennt? Ist es eh wieder fast so weit damit? Ja, das ist halt immer das Ding, ne? Mit den Ranges, ja. Wenn man sie erkannt hat und handeln will, und dann ist es oft schon irgendwie zu spät. Aber ich sehe hier nichts. Was ich hier sehe, ist, dass er mich um 2 Punkte, 3 Punkte hier gerade verfehlt hat. Das sehe ich gerade. Entschuldigung. Das aber nicht nett. Das ist nicht nett. Und damit hier nur noch 130 Punkte eigentlich jetzt vom Target da oben entfernt. Aber hier jetzt natürlich auch wieder Widerstand. Zumindest mal aus dem Future-Markt. Alter, das ist natürlich jetzt hier schon ein bisschen mies, ne? Aber okay. Wie viel waren das? Ja, 4 Punkte. 4 Points. Okay. Ja, mal sehen. Also oft ist ja auch so, dass die Stunde erst zum Schluss auflöst und eben sich dann erst auch komplett darstellt. Aber bis jetzt sieht es eigentlich wirklich so aus, als wäre das die ganze, als wäre das wirklich so. Ne? Gestern Liquidität ausgegangen, letzte Aufwärtsbewegung, Markt setzt an gestern an. Und
versucht sich erstmal auf der Oberseite. Zumindest stehen wir jetzt, ne, wenn man jetzt einfach mal diese gedanklich diese Stunde irgendwie auf gestern draufpackt, ne, dann sind wir einfach dann, ne, wenn man das, also dazu müsste man das hier ja natürlich alles ausblenden, damit man es nicht sieht. Ich habe gerade deswegen gestottert, weil es wird im StereoTrader gibt's ein neues Add-on und das aber noch nicht released ist. Das funktioniert aber schon. Hätte ich hier tatsächlich mal auch anstarten können. Mache ich das nächste Mal. Wo man nämlich einfach den Kassamarkt anzeigen kann. Also ohne die ganzen Kerzen. Und wo man sich quasi seinen Markt selber zusammenbauen kann, nach Stunden sortiert. Und eigentlich ziemlich hilfreich. Der Heiko Behrendt hat da nämlich irgendwie auch schon 1 Million Mal danach gefragt. Und weil er damit ja auch immer seine Analysen macht. Das wird also demnächst gehen. Auch wenn, obwohl dann zum Beispiel FX Flat ja nur die Darstellung durchgehend anbietet, wird man sich mit einem Custom-Symbol das dann eben selber bauen können, so dass man eben nur die Kerzen hat von 15:30 bis 22 Uhr als Beispiel. Wie gesagt, läuft schon, ist nur noch nicht freigegeben, kommt aber Damit und ist schon machst du da. viele glücklich. Ja, glaube ich allerdings auch, ja. Also ich brauche es tatsächlich nicht so wirklich. Aber es ist wirklich so ein Ding, was halt ja oft irgendwie gefragt wird. Das habe ich auch schon irgendwie gemerkt. Ja, auf jeden Fall, ne? Das ist tatsächlich, gibt es das schon. Ist tatsächlich schon da. Nur noch nicht irgendwie so, wie ich es haben. Also ich hätte es gerne ein bisschen mehr integriert. Also wir haben das momentan so gebaut, dass es halt ein externer Service ist, also kein externer Service, sondern man zieht es da rein. Aber das kann bis jetzt mit den Symbolen vom StereoTrader noch nichts anfangen, sondern ist erstmal autark. Aber dafür wird es trotzdem eigentlich reichen, ja, das irgendwie so rauszugeben. Mal gucken, vielleicht baue ich das einfach packe ich es mit dem nächsten Release einfach dazu. So, also Markt zieht mir hier davon, wie ich gerade sehe. Und irgendwie, ja, warum klicke ich nicht? Ne? Ich habe vorhin gesagt, ich würde auch da reinspringen, ne, für Long. Warum mache ich es nicht? Weil ich hier einfach alle 3 Meter irgendein Problem sehe und das hält mich gerade davon ab. Ne? Hier war es eben die Extension, SMA20, vom M15, das Framing. Hier oben ist jetzt mein Antikandidat, der EMA 200. Sind irgendwie alles Gründe, warum ich da gerade so zurückhaltend bin. Da wäre ich ja reingegangen, aber den hat er mit 4 Punkte verfehlt. Das ist natürlich echt das. Ja, also Shorties, es tut mir wahnsinnig leid, dass es euch nicht vergönnt war hier, dass der Markt short geht. Aber eigentlich folgt er nur dem, was er an Spuren hinterlassen hat. So, ne? Okay. So. Und von daher, gut, ne? Also ihr. Ja, ich finde, also gut gesehen, aber nur ein Stück davon mitgehandelt. Ne? Es hätte auch einfach das Doppelte sein können. Aber okay, hey, komm. Ne? Irgendwie 300 Punkte waren tatsächlich drin gewesen. Natürlich echt arg. Ne? Und 100 haben wir mitgenommen. Ist trotzdem okay, glaube ich. So, und vor allen Dingen hier oben Zieleinlauf, ne? Hat ja Heavy Sunrise auch gerade geschrieben, hier bei YouTube. Ein bisschen, ich finde, da fehlt noch was. Also da geht schon noch einer nach oben. Also der wird hier nicht irgendwie, kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier irgendwie so mitten in dieser Bewegung da halt irgendwie stehen bleiben und das sollte irgendwie schon noch ein bisschen deutlicher da oben rausdrücken. Also nur einmal hier drüber diese Hochs rausnehmen, eventuell direkt auch an das Tageshoch. Aber auf jeden Fall wäre Tageshoch, wenn der Markt so schließt. Bullischer Geist wurde erkannt. Genau. Ich weiß nicht, ich habe das Ding mal in OBS eingebaut. Ich krieg's nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wo das Ding ist irgendwie. Meldet sich aber regelmäßig zu Wort hier. Ach, keine Ahnung. So, weil der Markt, ne, wenn man sich das jetzt mal anguckt, wie das aussieht, also man sollte da, glaube ich, nicht irgendwie zu früh Short dagegen hauen. Dass er jetzt in 5 Minuten hier nochmal komplett zusammenklappt, glaube ich auch noch nicht dran. Das wäre jetzt noch irgendwie so das Einzige, ne, so nach dem Motto, so, wenn er jetzt irgendwie halt hier komplett wieder runterkommt und wir dann innerhalb von 5 Minuten dann wieder 150 Punkte tiefer stehen. Okay, so, wenn wir aber hier oben irgendwo jetzt stranden, und der Markt irgendwie so schließt. Und dann ist das eigentlich relativ deutlich dann auch ein Signal dafür, so, also okay, ich will an die Highs hier oben ran. Und dazu allererst mal das Tageshoch von heute. Und wenn es dann halt richtig funktionieren laufen soll, dann eben auch das Tageshoch von gestern. Ne?
Aber die wissen es alle nicht. Aber ich sage nur, dass, also bevor man da halt irgendwie nochmal zu früh short geht, lieber gucken, so wohin drückt denn jetzt das Ding überhaupt, ne? So, Happy Sunrise, bist du lieber Programmierer oder Trader? Es ist tatsächlich mal so, mal so. Also das hält sich irgendwie echt ganz gut die Waage. Es gibt Tage irgendwie, da habe ich irgendwie gar keinen Bock irgendwie auf Coding und andersrum. Manchmal so, oh, jetzt schon wieder irgendwie handeln. Ne? So, das ist, von daher bin ich da recht happy, dass irgendwie sich das ganz gut verteilt ist. So, ich gucke mal hier noch drauf. Tilo schreibt bei, jetzt hätte ich fast schon wieder gemacht, Nelson. Aber ich habe noch kurz abgebremst vor dem Nachnamen. Der Tilo schreibt auf Sehr jeden gut. Fall. Hab für 220 Punkte mitgenommen. Cool. Ramat immer noch drin. Sehr schön. Am Hoch von 140, eventuell Short, habe ich ja gerade beantwortet. Ne? Lutz, Nasdaq. Okay. Inverse SKS 850. Okay, da sind wir gerade irgendwie weit davon entfernt. So, okay, ist doch schön. Markus ist noch drin. Ja, cool. Ne? So, ich würde halt wirklich mal jetzt vermuten, dass wir mit dem Ende der, zum Ende der Stunde hier oben mit einem fetten Impuls dann gleich da oben rausklatschen. Und dann kann man sich mal überlegen, ob man den Stop hinterherzieht oder nicht einfach rausgeht. Ne? So, aber hier noch die Aussage, ich würde da auch reinspringen. Die war nicht so falsch. Ne? Ich habe es nur trotzdem nicht gemacht. Also, sorry dafür, habe ich ein bisschen viel gequatscht vielleicht. Aber hier um 4 Punkte den Einstieg verfehlt. Naja, okay. Ne? 111 Nein, nicht zu Punkte. streng mit dir. Ja, aber nur, ich finde es ja auf der einen Seite immer gut, wenn der Markt macht, was ich erkläre oder was ich vermute und auch begründe. Ich finde es immer noch viel besser, wenn ich auch komplett dabei bin. Das ist ja irgendwie Aber du hast das klar. ja auch begründet, warum du das dann doch nicht gemacht hast, von daher. Ja. Okay. So ist es. So, wir warten mal die 2,5 Minuten noch ab und mal gucken, ob wir da oben hier einmal reinlaufen in diesen kleinen Hubbel da oben in der Nähe vom Tageshoch. Wenn nicht, eigentlich umso besser, weil dann wird man irgendwie in der nächsten Stunde da auch noch reinkommen, weil die wird da wohl eher nicht irgendwie nach unten beantworten, sondern eher dann halt nochmal einen Nachimpuls nach oben da halt kriegen. Ich finde es nur immer so lustig, dann findet man irgendwelche alten Linien und ja gut, es ist aber halt eben auch eine runde Marke hier, ne? Aber wie der Markt dann jetzt da jetzt plötzlich dranhängt, ist einfach nur irgendwelches vergessenes Zeugs da oben. So, kriegst du es hin, Kollege? Wie sieht's aus? Noch 2 Minuten. Jetzt hier noch einmal so tun, als würden wir reagieren und dann nach oben raus. Das wäre schon recht nett. Was heißt nett nicht, aber nachvollziehbar zumindest. Und klar, hier 39.000. Ne? Das ja sowieso auch ja ganz am Anfang ja schon gesagt. So, wenn man jetzt mal irgendwie guckt, ne, von gestern betrachtet, wenn man das jetzt mal irgendwie auf gestern so gedanklich ein bisschen dazu baut, auch dieses Volumen, ne, dann hat sich das hier wirklich hier unten einfach nur da nach Kassaschluss, dann hier, da war Kassaschluss. So, und eigentlich haben wir hier nur nochmal angesetzt und dann eben jetzt nur eine weiter nach oben gebaut. Und alles hier dazwischen ist nur der Future, keine Aktienkäufer, nur Future, also nur Gerausche und Geschiebe eigentlich. Mit den Vorwetten, wenn man so möchte, eben darauf, was halt nachher die Kasse da halt wohl machen wird. Und deswegen, weil man jetzt halt auch hier sieht, ne, obwohl der Future hier nach oben gedrückt hat, auch hier, die Kasse hat es ja gerade bestätigt. Das heißt, wir haben hier von beiden Seiten jetzt eigentlich irgendwie den Druck nach oben, weshalb das jetzt erstmal nicht ohne weiteres mit einem Tief unter dem gestrigen Tagestief dann irgendwie auch enden sollte. So, komm, noch 40 Sekunden, neuen Trade mache ich jetzt nicht mehr. Also zumindest jetzt nicht hier live. Aber dann würde ich hier erstmal die Stunde beenden und mich darüber freuen, dass der Start nach dem Urlaub ja dann auch erstmal so weit, so nett gewesen ist. Ja, okay, Impuls kam keiner. Wir stehen aber hier oben, kriegen dann jetzt wohl irgendwie hier eine Reaktion, irgendwo nochmal da unten in dem Bereich in Richtung der 900. Und da kann man sich dann nochmal überlegen, ob man da halt nochmal reinspringt. Ne? Also, weil hier ist jetzt eben halt auch mein Lieblingskandidat SMA 20. Auch haben wir jetzt hier Point of Control da unten liegen. Also zumindest mal halt hier im Tickvolumen bei der 940. Im echten Volumen liegt es noch ein bisschen tiefer.
Aber generell heißt das ja auch nur hier, okay, ist viel gehandelt worden heute und durchaus dann eben auch möglich, dass wir dort nochmal hinlaufen. Und da versagt meine Stimme. So, gut, das war ein guter Zeit, ist dann damit auch eben ein guter Zeitpunkt, um jetzt hier auf den Knopf zu drücken. Alright, war doch kurz und schmerzlos. 45 Minuten, hat nicht wehgetan, Geld verdient, richtig gesehen, alles fein, glaube ich. Bin auf jeden Fall soweit ganz happy. So, Bitcoin-Update, fragt der Stefan, mache ich heute Abend? Ne? Weil das führt sonst, glaube ich, jetzt irgendwie hier zu weit. Also, beziehungsweise wird dann wahrscheinlich eher so ein bisschen lange dauern. Ich weiß noch gar nicht irgendwie, weil ich habe ja gerade vorhin gesagt, ne, ich musste hier irgendwie alles Mögliche da nochmal neu irgendwie einsammeln. Keine Ahnung, was da halt irgendwie los ist. Ich kann mal ganz kurz irgendwie mal rüber gucken, damit man es einmal kurz sieht hier im Weekly. Ne? Das war ja dieses potenzielle Gebilde eben da oben tatsächlich in Diagonal, aber eben auch, was man hier sieht, ein Aufsetzer auf das Gap. Und da sieht man, das war die ursprüngliche Bewegung, die ich gut gefunden hätte. Genau dahin. Und das Level liegt ja hier jetzt irgendwie schon seit irgendwie ein paar Monaten. Genau da wollte ich hin. Ich hätte es natürlich besser gefunden, hätte es im ersten Ansatz gemacht, weil der hat ja auch gestimmt. Ne? Das war das erste Level, die 53.800 und dann rauf. Alles mit Verzögerung, ne? Hat er hier gemacht. Genau, genau bis dahin. Und dann geht er rauf auf 70.000. Und jetzt hat er im zweiten Anlauf auch das noch gemacht und sollte hier eigentlich raufziehen. Also ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass der Bitcoin das aus dieser Haltung raus, dass der das schaffen kann, eben nochmal von hier komplett auf oder über die 70.000 zu ziehen. Das mal irgendwie in aller Kürze, weshalb ich da momentan auch recht entspannt bin. Wenn er aber hier drunter irgendwie fällt, da muss man natürlich dann irgendwie schon anfangen nachzudenken. Aber hier sieht man ja schon, dass es jetzt irgendwie im zweiten Tag der Woche irgendwie ein fetter Dip kommt vom Wochenende und ne, direkt irgendwie wurde hier zugeschlagen. Und damit hat sich auch diese Vermutung hier jetzt erstmal komplett wieder bestätigt. Und selbst wenn man nur das gemacht hat, war es gut. Aber das heißt für mich, okay, ich habe den Bitcoin soweit immer noch ganz gut im Blick, wie ich finde, weil eben hier wirklich alles, wenn auch mit deutlicher Verzögerung, aber die Levels sind einfach nur absolut akkurat und von daher habe ich da jetzt erstmal keine Schmerzen mit. Auch wenn ich da jetzt mit meiner Position, ich hier da oben irgendwo nochmal aufgemacht, jetzt aktuell erstmal ein bisschen im Minus bin, im Gesamten natürlich nicht. Aber weshalb ich da auch irgendwie drauf und dran bin, irgendwie nochmal zuzuschlagen und nochmal nachzulegen. Aber wir gucken da eben gesagt heute Abend nochmal drüber und können es uns nochmal in Ruhe angucken. So, Nelson, dann machen wir hier Feierabend, 45 Minuten, wie eine Schulstunde. Nichts Ja, gelernt, super. Also aber wirklich gleich freuen nochmal. uns, wir freuen uns mit dir mit. Das war wirklich ein super Einstand. Und ich glaube, dass auch die 45 Minuten, hattest du ja auch schon mal gesagt, eine gute Zeit ist, das Ganze auch aufzunehmen. Ich sehe gerade über die Ticker hier, also wir haben ja wirklich viele aktuelle externe Ereignisse, die auch durchaus den Markt auch beeinflussen können. Es kommen gerade wieder neue Ereignisse aus Israel, Libanon, Iran, also vielleicht mal ein Auge drauf werfen, drauf haben. Ansonsten wünsche ich natürlich einen schönen Tag. Also hier in Ratingen scheint die Sonne. Das ist wirklich sehr schön heute. Und ansonsten noch eine erfolgreiche Woche. Ich freue mich, dass es wieder hier weitergeht, Dirk, und überlasse dir das Schlusswort. Und heute Abend wieder einschalten, wenn der Dirk wieder seine Updates macht. Genau. Und bevor ich hier Tschüss sage, freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Like da lasst und falls ihr nicht gemacht habt, den Kanal auf YouTube abonniert, erzählt es gerne weiter, ne, weil das ist ja hier irgendwie alles kostenlos, was hier stattfindet. Auch den Stereo Trader gibt es bei FX Flat, wenn man da ein Konto eröffnen möchte, kann damit auch so nette Sachen machen wie eben Future Markt und CFD Markt kombinieren und hier regelmäßig Webinare. Freue ich mich natürlich auch drüber und der Nelson ganz sicher auch. Ein bisschen Werbung muss sein und zumindest mal am Schluss. Ist ja eher ein kleiner Hinweis und dass ja, wir uns natürlich freuen, wenn es auch irgendwie in der Form dann halt zurückkommt. Ansonsten, keiner ist natürlich dazu gezwungen. Ihr dürft natürlich auch gerne so weiter zuschauen. Aber wie gesagt, wenn ihr das macht, dann immer wieder gerne ein Like da. Wir sehen uns heute Abend um circa 23 Uhr live auf YouTube nochmal in meinem Kanal.
Und wo ich mir dann eben die Märkte dann auch angucke, also den DAX, Dow, Bitcoin, Gold, dann eben für die nächsten Tage, um das so ein bisschen einschätzen zu können. Oder zumindest mal halt eben jetzt nochmal für den Mittwoch, um dann halt zu sehen, wie man da irgendwie möglicherweise was rausschneiden kann. Das war mein Schlusswort. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen, fürs immer wieder Zuschauen. Von meiner Seite also ein Adios hier in die YouTube-Gruppe, aber eben auch zu Trader Impuls und natürlich an FX Flat. Och, und am Schluss noch ein, sehe ich gerade hier eine nette Donation von Paderico. Freut mich ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man ab und zu mal irgendwie Danke sagen kann. Freue ich mich natürlich wirklich auch total drüber und weiß das absolut zu schätzen. Herzlichen Dank. Das ist doch ein schöner Schluss. Und damit sage ich, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.